Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum zweiten Mobile Game, das ich in letzter Zeit ziemlich oft spiele. Und ja, ich stinke gerade. Also im Spiel. Ist The Last Day on Earth. Ein ultra cooles Spiel. Schaut mal, man kann richtig, also ich mach's mal hier mit, ich meine, dass die Bewegung dadurch flüssiger wirkt, wie wenn ich mit AWSD spiele, ja. Man kann bei diesem Spiel einfach richtig original rumrennen und was aufbauen und so, das kannte ich davor von Handyspielen noch gar nicht. Ich hatte noch nie so ein krasses Smartphone, ne, mein erstes Smartphone habe ich mir vor 6 oder 7 Jahren gekauft und das ist mittlerweile uralt und da konnte ich nie so was Krasses drauf spielen. Und jetzt, wo ich mein neues Handy habe, habe ich auch mal nach etwas, das bin übrigens ich, besseren Spielen geschaut und da habe ich das hier gefunden. So richtig Minecraft-mäßig mit Kisten, wo du deinen ganzen Scheiß drin hast, mit Craften, mit Haus aufbauen, rumlaufen, Zombies töten und so weiter. Also es ist wirklich ultra, ultra nice. Ich muss mich kurz waschen. Ich habe mir natürlich schon eine Dusche gebaut, extra für euch. Na, weißt du Bescheid. Ich gehe da in die Dusche. Und dusch mal geschwind. Ist das nice, Alter. Woo! Das Spiel ist wirklich extrem nice und sehr umfangreich. Zum Beispiel sind diese 2 Flaschen jetzt auch leer. Die mache ich jetzt in meinen Regensammler rein. Blup. Oh, da habe ich wieder 4 volle. Und die 4 volle mache ich in mein Kistchen. Das klingt komisch. Ja, jetzt stinke ich schon mal nicht mehr und kann euch mal das Craft-Menü zeigen. So sieht es aus. Es ist ziemlich einfach. Man bekommt pro Level Punkte, mit denen man Sachen freischalten kann. Die meisten habe ich schon freigeschaltet, die mit Ausrufezeichen noch nicht. Die könnte ich jetzt hier mit einem Punkt freischalten. Ich habe 23, also man levelt sehr gut in dem Spiel, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Und da sieht man, was man alles machen kann. Man kann ein ATV bauen zur komfortablen Reise in ferne Gebiete, Waffen und so weiter und so fort. Ich würde jetzt mal geschwind so ein Nagelbrett kaufen und euch kurz zeigen, wie die Kämpfe bei dem Spiel aussehen. Es gibt hier übrigens auch eine Art Gilde. Wartet kurz. Man kann hier irgendwie Gilden erstellen, indem man, oder erst ab dem Moment, wenn man den Sendemast hat, einen Funkturm, Kontakt mit Überlebenden, Clanbeitritt, Arbeitssuche, Chatzugang. Das heißt, wir können hier auch auf jeden Fall einen Clan haben. Ich mach mal kurz ein Nagelbrett. Dafür brauche ich das Klebeband, einen Holzstamm und Nägel. Hier ist übrigens mein Ofen, da brenne ich gerade noch Metall, sehr gut. Halt, das ist das falsche Holz. Ah, perfekt, kann ich direkt reinkloppen. Oh, mit Sound habe ich es noch nie gespielt. Das klingt ja richtig schön. Und es sieht auch echt nice aus. Muss man wirklich sagen, kann man nicht meckern. Wir brauchen natürlich diese hier, diese bearbeiteten. Und um direkt noch ein paar neue zu haben, muss ich hier in meine Schreinertisch noch welche reinpacken. Da werden die einfach zu Brettern umgemodelt. Man kann hier die ganzen Rezepte sehen. Es geht von alleine, man muss nicht wirklich von Hand craften, so wie es bei Minecraft oder so der Fall ist. Ich baue mal eben das Teil hier, das Nagelbrett und zack, fertig. Leg die Sachen zurück und rüste es aus, indem ich hier einfach hier unten drauf gehen. Man kann immer 2 Waffen haben. Die kann man einfach so wechseln. Ich habe anfangs, als ich meine erste Pistole gefunden habe, oft eine Pistole einfach mit dabei gehabt. Die sind halt nur sau selten, aber ultra stark. Wenn dann ein anderer Spieler kommt und dich mit seinem kleinen Knüppel umhauen will, du switcht einfach so zack auf die Pistole. Das ist schon ziemlich nice. Ich gucke kurz, Essen habe ich dabei. So, ich laufe jetzt einfach aus meinem Areal raus. In alle Richtungen endet mein kleines Startareal sehr schnell. Also praktisch der Platz, wo man sein Haus baut. Und dann kommt man auf die Karte. Das hier ist die Karte. Man kann hier wieder in sein Haus gehen. Oder diverse Sachen ansteuern. Wie dieses Schiffswrack. Oder den Stein. Da ist direkt ein anderer Spieler neben mir. Hier oben ist ein Camp, da war ich jetzt noch gar nicht. Von hier oben kommen immer Zombies. Alle 24 Stunden kommt eine Zombie-Horde und greift dich an. Keine Sorge, die machen nichts Wichtiges kaputt. Nur das Haus. Wenn ihr Wände hattet, reißen sie die Wände ein. Man kann sich dagegen auch verteidigen, aber ich wollte bis jetzt noch nichts dafür ausgeben. So wie mein Haus gerade ist, kaputter kann es nicht mehr werden. Und sie können dir nichts klauen, sie machen nichts kaputt, was du gebaut hast. Also wichtige Dinge, bis auf Wände, läuft. Ja, ich bin im Moment in diesem Bereich. Hierfür brauche ich zum Beispiel ein Wasserfahrzeug oder was anderes, um da hinzukommen. Andere Sachen sind einfach ultra weit weg. Und jetzt gehe ich einfach mal in den Wald. Ich gehe natürlich schnell hin. Man bekommt die Energie auch, ich glaube, alle 10 Minuten ein Energie, dass man so schnell da ist. Man kann aber auch einfach laufen, dann dauert es halt 10 Minuten oder 14. Jetzt betrete ich den Charme. Hier oben sieht man direkt, dass man auch Wasser braucht. Futter, Energie und Life hat man eben einfach so. Und wenn ihr zu viel esst oder trinkt, müsst ihr halt auch aufs Klo. Da ist man mehr oder weniger kampfunfähig, ein bisschen unangenehm. Ja, jetzt kann ich einfach rum und die Sachen aufheben. Wobei es angenehmer ist, auf Auto zu schalten. Dann läuft er rum und sammelt einfach alles auf, was in der Nähe ist. Natürlich müsst ihr da dann dabei bleiben. Das ist nicht so wie das letzte Spiel, das ich euch gezeigt habe, das The Walking Dead. Weil hier kann jetzt ein Spieler kommen und euch einfach umknüppeln. Und das wäre natürlich unangenehm. Ich habe jetzt auch keine Axt und auch keine Pick-Axt dabei. Das heißt, große Steine und Bäume sind erstmal nichts für uns. Da ist ein Zombie. Zack. Der Angriff geht auch von alleine und manchmal haben die was dabei. Der hat nichts dabei gehabt, okay. Man kann aber auch selbst angreifen, indem man halt einfach auf die Waffe draufdrückt, beziehungsweise die Gegner werden dann eh gelockt. Ne, guck. Jetzt schlägt er halt einmal, jetzt müsste ich nochmal drücken. Aber, ja, das Auto ist ja super in Ordnung. Man kann auch während er hier rumrennt in sein Inventar gehen. Der rennt weiter und zum Beispiel ein paar Beeren essen. Zack, dann bin ich jetzt wieder auf 100%. Wichtig ist übrigens der Rucksack. Der ist ganz wichtig, sonst könnt ihr fast nichts tragen. So, Kesem. Ich nutze mal ein bisschen meinen Prügel. Ich glaube, der Prügel ist ein bisschen schwächer. Wartet mal. Genau, der Prügel ist schwächer und den kann ich herstellen. Das Säbel habe ich gefunden. Hier, der Zombie hat was dabei.
Der hat auch was dabei. Alles nehmen. Und weiter auf Auto. Das Spiel ist wirklich richtig, richtig nice. Vor allem dieser Aspekt des Craftens. Und du gehst los und sammelst Zeug und kriegst dann in diesen Zonen immer ein oder zwei solche Airdrops. Da ist halt richtig krasses Zeug drin. Ich mach's mal auf. Da kommt ein Zombie. Den müssen wir noch kurz fisten. Nein. Sollst du den Zombie fisten? Und manchmal kommen auch Wölfe, die voll an euch knabbern. Aber wenn ihr die killt, die sind ultra schwach, habt ihr halt Fleisch. Und, okay. Oh, ich habe Durst. Alles klar. Jetzt habe ich nichts zu trinken dabei. Aber Essen bringt auch Trinken. Und in der nächsten Kiste ist bestimmt ein bisschen Wasser dabei. Das, ich wollte eben noch irgendwas sagen. Da ist ein schneller Beißer. Okay. Das Fell bzw. die Haut des Wolfs, daraus kann man halt dann Leder herstellen und so. Es ist alles ziemlich nice. Irgendwie hat dein Bein verloren. Word. Manchmal hat man echt krasse Tode hier. Die Köpfe fliegen weg oder so, wenn du einen erschießt. Muss mal. Oh, da kommt ein Wolf. Ja, komm her. Mach den Wolf down. Zack! Zack! Und jetzt kann man hier sehen, das haben die grundsätzlich dabei, die zwei Sachen. Ich muss jetzt ein bisschen was essen, damit ich nicht sterbe. Ich habe mir extra ein bisschen Karottengericht gemacht. Noch eins. Zack. Jetzt habe ich auch wieder einen freien Platz. Aus den Beeren kann man übrigens auch Medizin herstellen. Deswegen werde ich hier auch nicht alle naschen. Ich habe ja extra meine Karottengerichte für diesen Fall des Hungers. Hühnchen, komm her. Komm her. Also bei dem Spiel kann man, wie ich vorhin schon erwähnt habe, auch eine Gilde oder einen Clan machen. Nur bin ich noch nicht so weit. Aber sobald ich soweit bin, mache ich auf jeden Fall einen auf. Oh shit, jetzt muss ich aber schnell rein. Und dann guckt ihr einfach nur noch auf euer Life. Und füllt euer Life passend auf. Guckt euch mal um. Läuft. Alle schon down, alle schon down. Das ist sehr wichtig, ich brauche viel Fleisch. Es deckt sich immer bis zu 20. Alles kann bis zu 20 gesteckt werden. Da ist die andere Kiste da oben. Ich nehme das noch kurz. Und natze den Zombie da oben. Komm her. Zack. Zack. Levelaufstieg! Woo! Dann ist mein Life eh wieder auf 100. Läuft bei uns! Hoffentlich ist da noch was Schönes drin! Ach komm, verarsch mich doch. Ich habe noch nie so wenig Zeug gefunden in den Dingern. Ich trinke die Flasche jetzt direkt leer und schmeiße weg. Ich habe unglaublich viele Flaschen. Und da ich im Moment immer ziemlich viel Holz brauche, mache ich mir einfach ein Beil aus den bereits gefundenen Sachen. Und jetzt können wir uns auch hier an die Bäume machen. Und das bringt halt immer drei Holz direkt. Baumfeld! Boah! Fast auf das Reh und so krass. Total krass, das Spiel, ne? Wow. So, und was ich zum Beispiel auch schon wirklich en masse habe, ist Gras. Das haue ich auch direkt wieder weg. Und nehme den Slot jetzt für ein weiteres 20er Holzstackchen. Da kommt ein Spieler, alles klar. Der ist auf Auto gestellt, wie man hier sieht. Das heißt, der prügelt mich direkt. Ich prügel ihn jetzt auch einfach. Ich habe die stärkere Waffe und ich kann mich heilen. Während er das scheinbar nicht kann. Also er ist ja auf Auto. Scheinbar gibt es echt Leute, die weggehen. Es gibt... So wie es aussieht, wirklich Leute, die auf Auto stellen und dann davonlaufen, sowas würde ich nicht machen. Jetzt können wir ihn so ein bisschen ausrauben, beziehungsweise diese Essen, das übernehmen, das hier auch übernehmen. Steine haben wir auch genug, das können wir auch nehmen. Ich kann auch einfach auf alles nehmen drücken, dann wird alles einsortiert. Ja. Und nehmt euch am besten einen zweiten Rucksack mit, den ihr lagert. Falls ihr mal irgendwo verreckt, dass ihr direkt einen Rucksack zu Hause habt. So als kleinen Tipp, sofort zu Anfang. Was bringt nochmal so ein Medipack? Wie viel bringt... Hey, Moment mal hier. Boah, das bringt gut was. Ja, und dann heißt es gemütlich weiter farmen. Und sobald ihr alles gefarmt habt, beziehungsweise euer Inventar voll ist, dann steht ihr eben Inventar voll oder keine Ressourcen. Dann geht ihr einfach wieder in den grünen Bereich und dann kann man nach Hause laufen. Ich mach's auch wieder mit Laufen. Man kann auch auf Gehen drücken und wenn man dann bei der Hälfte ist auf Laufen, dann verbraucht man halt nur noch die Hälfte der Energie, die man eigentlich gebraucht hätte. Man kann das also machen und einteilen, wie man möchte. Und hier zu Hause ist man mehr oder weniger sicher. Es ist ganz, ganz, ganz selten, dass hier mal ein Zombie rumläuft, aber ich hatte das schon, deswegen liegt meine Leiche auch hier. Ich dachte, ich wäre sicher, hab's Handy kurz hingelegt, geh aufs Klo, komm zurück, bin tot und denk mir, what? Und dann respawn ich und merke, dass hier irgendwo ein Zombie rumrennt. Wenn du deine Figur einfach so stehen lässt, dann reagiert sie nicht auf Angriffe. Das ist ein bisschen blöd. Hier baue ich gerade ein Motorrad zusammen. Mir fehlen aber noch ein paar Dinge. Und ja, was habe ich denn noch so bautechnisch vor? Also ich will bald hier diese verstärkten Sachen bauen. Dazu brauche ich halt erstmal die hier und danach die hier. Dann bist du einfach stärker, ganz klar. Eine Waffenwerkbank hätte ich auch gerne, aber ich weiß noch nicht, Aluminiumbarren kann ich noch nicht herstellen. Ich weiß nicht, woher ich das bekomme. Und ja, es gibt so viele Sachen noch zu erforschen. Oh, hier ein neuer Schmelzofen. Wird verwendet, um Legierungen und Metallkomponenten zu erhalten. Nice. Dann kann man diverse Sachen schon mal hier befüllen. Also wie das hier. Alles andere rausnehmen, umverteilen. Und hier nehme ich mir jetzt zum Beispiel nochmal dieses gesamte Metall. Ich habe ja noch ein anderes Stack übrig. Und mach das hier rein, denn dann wird's, und das braucht sehr lange Zeit, zu Metallplatten. Und aus den Eisenplatten kann man dann wiederum Nägel herstellen. Und es ist immer gut, wenn man von allen Komponenten ein bisschen was da hat. Hieraus kann man auch wiederum was brennen. Das habe ich hier halt reingemacht. Das muss ich dann noch machen. Das Spiel an sich ist einfach so cool. Du kannst so viel machen. Daraus macht man unter anderem Klamotten. Aber ich habe irgendwie nie Klamotten an. Und alle paar Schaltjahr kommt hier dieser Knilch und gibt dir halt so ein Special. Hier erhöht ihr Energie auf das Maximum für eine Stunde oder plus 5% Fundchance auf Waffen oder auf Fahrzeugteile. Und du klickst drauf, isst und schaut zu und dann kommt halt ein Werbeclip.
Und dann hast du eine Stunde lang irgendeine Vergünstigung. Und hier im Truck kann man auch nochmal Sachen lagern, aber das habe ich komplett gelassen. Aber eigentlich gar keine schlechte Idee, da mal was reinzumachen. So, die Samen reinmachen, dass hier wieder schön die Karotten gepflanzt werden. Hier wieder Karotten rein, dass mein Essen hergestellt wird. Ich teile mal eben das hier auf und mache da noch ein bisschen was rein. Die Beeren kann ich hier in meinen Medizintisch machen. Da kommt dann Madison raus. Mit der kann man dann wiederum andere Dinge herstellen. Rope packe ich hier rein. Und diese ganzen Sachen findet man einfach. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich jetzt extra für dieses Video keine Sachen gefunden habe, dass ihr mal sehen konntet, wie voll diese Kisten sein können, die man da öffnet. Aber naja, mein Fleisch habe ich früher immer hier oben am Feuer gebrannt, aber früher, weißt du, ich spiele das Spiel seit ein paar Tagen, Wochen, früher. Aber hier am Fleischtrockner musst du nur Fleisch reinmachen und die Zeit vergeht und schon hast du leckere Bacon Stripe Stirfleisch, Bitches. Ich denke, für den einen oder anderen ist so ein Spiel oder dieses Spiel wahrscheinlich auch so ein Flash, so von wegen, was? Sowas kann man auf Handys spielen? So ein Zeug? Aber für die meisten wird es nichts Neues sein. Ich denke, ich werde das Ding bald bauen können, dann erstelle ich einen Clan. Und dann machen wir richtig krasse Raids. Ich könnte übrigens auch, wenn ich wollte, so wie es aussieht, zu einem Spieler gehen. Das habe ich noch nie gemacht. Soll ich es mal machen? In dem Bunker war ich schon, das ist abnormal, wie riesig das Ding ist. Und man kann einfach zu Spielern hingehen. Und ich weiß auch nicht, was man dann dort machen kann. Ob man einfach denen ihr Zeug klauen kann. Falls ja, dann bin ich echt ungeschützt bei mir hier, weil bei mir ist ja alles offen. Das könnt ihr ja schreiben, ob euch das gefallen würde, wenn ich hier mal versuche, so einen Spieler zu raiden. Aber zeittechnisch sind wir jetzt erstmal wieder gut dabei. Schreibt auch gerne mal, was ihr von dem Spiel haltet und ob ihr es auch spielen würdet. Vielleicht können wir da zusammen was Dickes auf die Beine stellen. Soweit, so gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns. Ciao, ciao.